Willkommen zurück bei GTA Vice City, hier mit neuer Motivation, nachdem wir hier unsere Hassmission erledigt haben. Nur tut sich jetzt ein neues Problem auf. Wir müssen 60.000, also noch knapp 30.000 Dollar zusammenkriegen, damit wir die nächste Mission angehen können, nämlich das Filmstudio. Die habe ich jetzt als nächstes im Auge. Nur das Problem ist, so lange will ich hier nicht unbedingt hin und her fahren müssen. Das habe ich in der letzten Folge schon lange genug gemacht. Und vielleicht klauen wir uns einfach mal hier so ein Taxi. Wir machen vielleicht einfach mal ein paar Taxi-Missionen. Können uns somit vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. So. Motion Wave Clapstock. So. So, da ist ein Fahrgast. Den holen wir uns natürlich. Jetzt müssen wir natürlich hier Fahrgäste befördern. Dann machen wir das doch mal. Kommt, steig ein. Wo willst du hin, Meister? So, und dafür haben wir natürlich nur eine gewisse Anzahl an Minuten. Und je schneller wir das erledigen, desto mehr Zeit müssten wir eigentlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, für die nächsten Fahrgäste haben. Aber es geht natürlich auch immer ein bisschen Zeit, bis wir Fahrgäste finden und sie einsammeln und. So, die Pizza ist da oben, also müssen wir jetzt hier rein. Und die Zeit, finde ich, ist doch ziemlich knapp bemessen. Deswegen hoffe ich, reicht das, weil ich mich hier doch ein bisschen verfranst habe. Ja, komm. Ah, das müsste reichen. Das sollte, das müsste, das tut es auch. So. Komm, zack. Speedbelohnung. Da ist der nächste Fahrgast. Guten Tag. Ja, ich nehme dich mit. Keine Panik. Terminal 8, ja okay, da weiß ich wenigstens ungefähr, wo wir hin müssen. So, komm her. So, jetzt haben wir 2 Minuten irgendwas. Mal gucken, ob wir die auch wieder komplett fast aufbrauchen. Hier fahren wir natürlich mit Highspeed immer durch. Durch dieses kleine, ja, was ist das hier? Doch lateinamerikanisch angehauchte Viertelchen. Nehmen natürlich alles mit, unser Taxi hält das aus. So, aber Taxifahren ist doch mal was Angenehmeres. Oh Gott, hier die ganzen... Fahren wir einfach mal hier durch. Kürzen wir das Ganze mal ab. So, hier rum. Jetzt müssten wir eigentlich da oben hin. Da kommen wir aber nicht hin. Scheiße, aber... Ja, das Problem ist bei GTA Vice City auch, hier wird dir... Hast du kein GPS oder sowas, was dir den kürzesten Weg anzeigt. Du musst hier, hast nur deinen rosa Punkt, den du hast, und da musst du dann irgendwie dich anhand deiner Minimap unten orientieren und selber den kürzesten Weg finden. So, komm, den überholen wir auch wieder mit Handbremse. Ist ja hier wie bei Taxi Taxi, mit Handbremse um die Kurven. Wenn der Fahrgast nicht am Kotzen ist, ne? So, da sind wir auch schon am Terminal. Geh weg. Fahrt abgeschlossen. Wir haben diesmal kein Speedbonus gekriegt. So, komm, steig ein. Polizeistation Downtown. Oha. Wo ist denn die? Da gucke ich mal eben kurz auf die Karte. So viel Zeit muss sein. Ach du Schande, die ist ja ganz hinten. Aber da weiß ich, wie wir am besten fahren. Hoffe ich doch. Wenn der uns hier mal durchlassen würde, unser Kollege. Ich glaube, ich war hier doch wieder komplett falsch. Fuck. Aber ich will auf den Highway. Da hätte ich, glaube ich, einen besseren Weg nehmen können als den hier. Naja. Nun müssen wir es durchziehen. Fahren natürlich auch einen Fußgänger an. Den nehmen wir auch komplett auseinander, hier unseren Kollegen. Vielleicht ein Schleudertrauma par excellence, aber auf dieser Straße hier können wir Gas geben. Map, 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 map. Mal ein bisschen hupen. Wir sind Taxifahrer, wir haben Vorfahrt. Und mit Paint Spray ist hier auch nicht so viel. Aber machen wir diese Folge mal einen auf Taxifahrer. Wir kriegen da hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Geld zusammen. So, hier der Motor tourt schön hoch. Haha, der Fahrtwind weht uns um die Ohren. Hier haben wir schön Mittelstreifen, hier stört uns auch niemand. Yo, geben wir hier Gas, das ist ja Wahnsinn, ist ja Wahnsinn, ist das.
Ist vielleicht auch mal was Neues hier. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht hier. Während des, oh, was ist der denn gemacht? So, hier ist die Polizeistation. Hast einen Anhörungstermin, wa? Zack, Fahrt abgeschlossen. Was? Kein Speedbonus? Willst du mich verarschen? So, komm rein. Hier, komm her, los. Zack, wo willst du hin? Kaufmanns Taxi. Das ist in Little Haiti, glaube ich, ne? Jawohl. Dann nehmen wir gleich die erste rein hier, die erste rechts und dann passt das. Hier rein. Guten Tag, die Herren. So, und jetzt einfach nur geradeaus und der Straße folgen. So, mal über den Fußweg. Das dürfen wir als Taxifahrer. Als Taxifahrer dürfen wir auch eine Waffe tragen. Oh, Kaufmannstaxis, das können wir auch kaufen. Bonus. So, das waren 500. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie teuer das hier ist. Wow, Leute, das sind 40.000. Dann würde ich sagen, Kaufmann-Taxis als nächstes. Das wollte ich noch mal eben gucken. Jetzt fahre ich mit meinem Taxi mal eben schnell ins Pay and Spray. Da haben wir nämlich schon eins. Und machen die nächsten Missionen. Die nächsten Taxi-Missionen. Kaufmann-Taxis, das können wir uns auch kaufen. Das können aber auch nur Frustmissionen werden. Also ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt echt gebrandmarkt, was Missionen angeht. Scheiße, das war natürlich ein Bulle, den wir überfahren haben. Also direkt wieder hier rein. Jawohl, komm, zack. Neue Nummernschilder drauf, dann passt das alles. So, komm, Sternchen weg, ich will vorsichtig sein. Na, mit unserem Lied. Kommen wir hier raus? Jawohl. So. Sternchen, geht weg. Los, kusch. Pfui. Böses Sternchen. Oh, wie lange seid ihr noch? Blink, blink, jetzt sind sie weg. So, da vorne haben wir unseren ersten Fahrgast. Komm her. Steig ein, wo soll's hingehen? Ammunition Downtown. Ah, wunderbar. Da weiß ich doch genau, wo er ist. Das ist nur geradeaus. Da können wir schön Gas geben. Das, so gefällt mir das. Aber ein Taxifahrer mit einer Mini-Uzi da vorne auf dem Schoß, würde ich nicht unbedingt einsteigen, sag ich mal so. Und fahren, fahren. Die drehen hier alle wie bekloppt. Und kauft man Taxis, sind diese schönen älteren Taxis. Aber ich fahre lieber mit diesem Taxi hier, wenn ich solche Missionen mache. Weil die einfach ein bisschen besser auf der Straße liegen. Die kann man besser fahren. Hoppa. So, Speedbonus. Nächster Fahrgast. Wo ist der? Da ist der Geschäftsmann. Ja, nun steig ein hier. Komm. So, wo willst du hin? Kaufmann Taxis Little Haiti. Das kennen wir ja noch. Also wieder zurück. Gehen wir auf den Weg, weil wir können bald schon wieder ins Pain Spray rein. Ist ja Wahnsinn, was wir hier für ein Verschleiß haben. Ist ja mal ein Stück starkes Stück, ne? Ja, und mit solchen Minimissionen vergeht die Zeit, glaube ich, auch ein bisschen. Und kann man sich ja auch mal antun, hier mal sich als Taxifahrer zu beschäftigen. Ist auch ein netter Zeitvertreib und dann können sich auf unseren anderen Geldeinnahmequellen wieder das Guthaben regenerieren, so dass wir denn dort auch gleich wieder noch mal eine Tour vorbeifahren können. Und dann läppert sich das, dann müssten wir doch ganz schnell bald hier unsere 40.000 zusammen haben für Kaufmann-Taxis. Dann machen wir hier erst einen noch Taxifahrer. So, den fahren wir an. Jetzt mehr Trinkgeld. Komm, steig ein, wir sind... Ah, oh, nun steig... Gehst du weg hier? Gehst du... Ich hasse euch. Ich hasse euch so abgrundtief. Schnell weg hier. Ich hasse Little Haiti, diese Spackos. Die machen einen unnötig das Leben schwer. Naja, naja. Was soll's, was soll's. Diese ich hätte jetzt... Ja, nix be easy. Ihr habt mich da eben aus meinem Taxi rausgezogen. Echt mal. Das tut man nicht. Ich wollte doch nur ganz vernünftig als Taxifahrer unterwegs sein. Ich habe euch nichts getan.
Ihr steht einfach auf der Straße und fangt an, auf mich zu schießen. So, da ist das da, da ist unser Dings. Unsere Druckerei. Ja, Leute, kriegt euch ein, echt. Ich fahr doch nur, ich hab noch nicht, euch noch nicht mal gestritten. Und ihr Bombs. So, das sind schon wieder 3000, die nehmen wir natürlich mit. Ah, Gott sei Dank, dann haben wir es ja jetzt bald. Eventuell kriegen wir es sogar noch in dieser Folge fertig, dann können wir in der nächsten Folge direkt mit Kaufmann-Taxis anfangen. Das wäre natürlich der Idealfall. So, schnell noch die Rüstung da oben geholt. Na, 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 na. Weil ich will jetzt ungern drauf gehen. Wir haben so schön viel Raketenwerfer-Munition vor allen Dingen. Die wird uns vielleicht irgendwann nochmal echt den Arsch retten. Na toll. Fällt der Idiot auch noch runter und haut sich da wieder 5 Rüstungen runter. Naja. Dann fahren wir nochmal zu unserer schönen Villa. Da haben wir auch noch Rüstung. Holen uns die. Mein Gott, wenn er hier die 5 Rüstungen verschwenden kann. Ich kann's nicht. Oh, hier ist noch ein Steg. Da will ich nochmal eben gucken. Vielleicht gibt's ja hier noch ein geheimes Päckchen. Nein? Nein? Kein geheimes Päckchen? Ah, Arschloch. Schade. Ich hätte darauf wetten können, hier wäre jetzt noch ein geheimes Päckchen. Und weiter geht's zu unserer schicken Villa. Das ärgert mich aber ein bisschen, dass wir jetzt hier echt keine weitere Mission kriegen und wir uns erst immer diese Immobilien jetzt kaufen müssen, bevor wir jetzt hier an eine neue Mission rankommen. Das streckt und das Let's Play ungemein und das finde ich echt ein bisschen schade, dass man das Spiel so unnötig strecken muss. Dass man hier wirklich gezwungen ist, minutenlang, stundenlang dann hier irgendwelche Sachen... ich habe hier gerade die Sender verstellt. Oh, hübsche Bikini-Babes auf unserem Grundstück. So, da haben wir unsere Rüstung. So, jetzt schnell hier nochmal das Geld geholt. Wie viel haben wir hier noch? Jo, das läuft doch. Jetzt haben wir es doch bald zusammen. Ah, das kriegen wir in dieser Folge noch hin. Die 40.000 für Kaufmann-Taxis haben wir doch. So. Jetzt haben wir auch ein schnelles Auto, dann passt das. So, nochmal wieder zurück zur Fischerei gedüst. Dann vielleicht nochmal ein bisschen Taxi gefahren oder wir drehen noch eine Runde mit Cherry Poppers und dann nochmal eine Runde einsammeln hier Geld. Und dann müssten wir das Geld für die Drucker, für das Kaufmann-Taxi eigentlich fertig haben. Und dann hoffe ich mal, dass wir nicht wieder so eine Frustmission haben. Wie jetzt beim letzten Mal. Bei der Druckerei. Das war wirklich, also ich hab... Ich bin immer noch sprachlos, wie sehr ich da gefrustet war. Ich wollte echt schon zu Sheets greifen, habe ich dann Gott sei Dank doch nicht getan. Wie gesagt, das werden mir dann doch ein bisschen... Das hätte doch sehr an meiner Let's Play-Würde geknausert, geknistert, gekratzt. So. Hat diese Folge ein bisschen Überlänge, wenn das so weitergeht, aber... Sonnenuntergang blendet mich nicht so. Aber ich muss sagen, für damalige Verhältnisse ein sehr schöner Effekt. Da kannst du echt nicht meckern. Ich kenne mich ja, was so solche Techniken angeht, eigentlich überhaupt nicht aus. Aber ich weiß, glaube ich, dass das für damalige Verhältnisse doch ziemlich gut war, das Spiel. Also GTA ist ja sowieso dafür bekannt, dass es eigentlich immer ab oben auf ist. So. Komm, wir speichern noch einmal, weil es so schön ist. So, der Kurier, komm. Ach, es ist immer noch herrlich, da das zu sehen, dass wir das geschafft haben. Und jetzt im Dunkeln kommt der Eismann. Ja. Nimm den Whoopi. Ja, Cherry Papa. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Alles klar. Das braucht er uns nicht dauernd 5-mal sagen. Das wissen wir mittlerweile. Na toll, jetzt ist natürlich nachts und wir haben natürlich hier überhaupt keine Kundschaft, außer Nutten. So, komm, du siehst aus, als würdest du was wollen. Ne? Aber ihr hier. Da kommt. Ihr wollt doch garantiert. Ja, siehst du, 2 Stück gleich. So, da haben wir 2.
Hier gibt's keine Kundschaft. Das ist doof. Dann fahren wir einfach hier auf unsere beliebte Brücke rauf. Hier, dass hier immer ganz gut funktioniert. So. Wer will Eis? Du willst Eis. Wir sind der liebe Eismann und verkaufen Drogen. Drogen. Ja, du willst natürlich, du Business-Frau brauchst, stehst natürlich unter immensem Stress. So, da haben wir schon unseren ersten Stern. So, da kommt wieder einer. Gucken wir uns um. Nein, keine Polizei in Sicht. Nö. Na, jetzt will er natürlich nicht mehr. Drecksau. Ah, hier, die will doch garantiert. Nein! Hätte ich jetzt drauf wetten können. Und wir sind den Sternen wieder losgeworden. Das ist der Vorteil an dieser Brücke. Ist auch irgendwie ein Kontrast. Im Hintergrund läuft die Rock. Und dann da dieses Gedudel zu. Das würde mich auf Dauer echt wahnsinnig machen. So, komm her. Ja, ja, das gute Whoopi. Mr. Whoopi. Toll, die habe ich zu spät gesehen. Hätte ich vielleicht noch die Mini mir beachten müssen. Ja, du willst ein Eis, klar. Schön mit Puderzucker oben drauf, ne? Ja. Und so kleinen Crystal Meth Stückchen. So, wir haben wieder einen Stern. Soll uns hier aber erstmal nicht großartig stören. Von vorne kommt keine Polizei. So, da kommt wieder eine rüber. Die nehmen wir auch mit. Die laufen hier einfach kreuz und quer über die Straße. Zack, ist der Stern wieder weg. Und wir haben 10 Deals getätigt. Ich wusste es. Der will doch auch nur sein Eis haben. Ach ja, einmal GTA in Überlänge, ne? Nur weil man hier Geld farmen muss. Ist ja übelst. Naja, was tut man nicht alles fürs liebe Geld? Ja, nun vertickt doch mal schneller. Und wir haben schon wieder einen Stern. So, komm. Ihr wollt auch garantiert auch. Ja, alle beide. Ich wusste es. Die Brücke ist eigentlich echt super. Hier sind so gut wie keine Polizisten. Hier können wir... Was war das? Hier können wir immer hin und her fahren, ohne dass uns die Polizei irgendwie zu Leibe rückt. Und der eine Stern geht immer schnell weg. So, kommt. So, ich stelle mich mal ein bisschen mittig zwischen euch. So, ja, du mich auch. Du mich auch. Bleib mal ganz ruhig. Ich glaube, bis 20 machen wir noch. Und dann mache ich nochmal eine Spritztour zu unseren verschiedenen Immobilien. Heb da nochmal Geld ab. Dann müssten wir eigentlich so weit sein, dass wir uns dann auch Kaufmann-Taxis kaufen können. Wir haben schon wieder einen Stern. Dann gibt's ja nicht. Und das Lustige ist ja, sobald man Stern hat, egal in welchem Auto man sich befindet, man kann den Polizeifunk hören. Der Tommy muss wohl irgendwie so eine Art Superimplantat haben, der sobald da irgendwie ein Fahndungslevel ausgeschrieben wurde, ihn ansagt, hier, Leute, ich werde gesucht und zack, kriegen wir den Polizeifunk auf Ohren. So, den nehmen wir noch mit, dann haben wir unsere 20 Deals. So, komm. So, 20 Deals sind erledigt. Ja, nix. So. Wir haben kein Eis mehr. Nein. Wir verkaufen kein Eis mehr. Nein. Wir sind clean. Wir verkaufen nur noch an kleine Kinder. Und machen sie Crystal Meth abhängig. Unser Lieferant ist Eisenberg wird das, glaube ich, auch im Amerikanischen ausgesprochen. War eine Unglaublichkeit. Wir haben schon wieder einen Stern. Warum? Insgesamt 20 Deals. Haben wir dafür irgendwas gekriegt? Wir haben dafür kein Geld gekriegt. Willst du mich verarschen? Na gut, jetzt fehlen noch knapp 6.000. Die sollten wir eigentlich zusammenkriegen. So. Hier wieder eingestiegen. Rückwärtsgang rein und zurück. So. Was hat der denn da hinten drauf? Sieht aus wie ein Flugzeug. Sieht aus wie so eine Propellermaschine.
So, Sherry Popper, Mr. Whoopi hat Vorfahrt. Ich hab Sahnetitten mit Kirschen oben drauf, Mann. Auf dem Dach. Da müssen wir Vorfahrt haben. Sahnetitten, die sind natürlich immer bevorzugt. Oh, ich dachte schon, ich bin gerade vorbeigefahren. Hey, unser Auto steht noch da, unser schnelles. Aber wir machen das erstmal eben schnell mit Mr. Whoopi. Mr. Whoopi Goldberg. Ist der Ehemann von Whoopi Goldberg. Mrs. Whoopi Goldberg und Mr. Whoopi Goldberg, der verkauft dann Koks und Heroin und Crystal Meth in Form von Vanilleeis an Leute. Ja, und auch an kleine Kinder. Damit kennt der nichts. Ist halt so. Wir spielen ja hier nicht My Little Pony oder sowas. Wir sind hier knallhart in einer Wirtschaftssimulation auf Gangsterbasis. So. Mr. W! Ihr mich auch! Und schon waren es nur noch 4000. Wir nehmen natürlich, wenn es hier schon so bereitwillig steht, unseren schnellen Flitzer. Naja, aber wirklich vielversprechend ist das nicht. Das heißt, wir müssen wohl in der nächsten Folge doch noch mal ein bisschen hin und her fahren, aber das ist jetzt kein Thema nicht. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Vorausgesetzt, gemäß dem Falle, wir kommen natürlich jetzt hier auch weiter dann, ne? Also, das heißt, gemäß dem Falle... Alter, wie wenden die hier denn? Immer so kreuzquer, direkt auf der Straße, irgendwie auf dem Punkt oder sowas. Das ist echt... Ey, einen riesen Verkehrsunfall bauen, kein Thema. Aber sobald man Menschen ankratzt... Siehste, 300. Ach komm, die kriegen wir zusammen. Leute, die kriegen wir zusammen in dieser Folge noch. Dann hat diese Folge halt Überlänge, aber mein Gott. Dafür, dass wir uns so lange jetzt mit der anderen Mission aufgehalten haben... Mit dieser ein Popel Kack Piss Kotz Mission können wir auch noch zweimal eben hin und her fahren und das Geld eben auftreiben. Dann können wir nämlich passend für die nächste Folge uns schon direkt das Kaufmann Taxi Gebäude kaufen. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge direkt loslegen mit einer Mission und uns da mal die Mission angucken. Ich hoffe, das sind keine Rennmissionen oder sowas. Ich hasse Rennmissionen. So, zack. Wobei Rennmissionen da in der Hinsicht noch dankbar sind. Die kannst du immer wieder neu starten, ohne dass du da deine Waffen dauernd verlierst. Das so, hey, siehste, hat doch gereicht. Auf dem Rückweg fahre ich trotzdem nochmal an unserer Villa vorbei. Einfach nur, weil wir sonst nur 5 Dollar übrig hätten. Das wäre ein bisschen mager. Das tut nicht Not und es liegt sowieso auf dem Weg. Von daher macht das, glaube ich, auch nicht den Kuchen jetzt fett. Den Kuchen gelb heißt das Sprichwort, Mensch. Alter, blinken, Leute, blinken. Nur weil ich das nicht mache, heißt das nicht, dass ihr das nicht auch dürft. Oder wie auch immer jetzt. Also ihr müsst blinken. Nur weil ich das nicht mache, heißt das nicht, dass ihr... Nee, war doch, glaube ich, richtig, ne? Dass ihr das nicht auch nicht... Dass ihr das... Alter, wie fahren hier auch einen Stuss zusammen? Liegt nicht an mir. Nein. Überhaupt nicht. Gut, dass hier immer unser neues Auto spawnt. Wir haben es hier anscheinend. Hier steht noch der Sherry, der Mr. Whoopi von Sherry Popper. So, jetzt haben wir wenigstens 500 noch auf der hohen Kante. So lobe ich mir das. Ja, deine Mutter, what you doing? So, ab zu Kaufmann Taxi, da fahre ich nochmal eben hin. Alter, da hat die Folge hier aber doch... Na, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten geht aber eigentlich noch. Wie gesagt, wir müssen ja jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Ich kann ja nicht unnötig hier die Folgenstrecken immer nur 13 Minuten machen oder sowas. Das tut ja nicht Not. Wir müssen einfach jetzt mal zusehen, dass ich hier ein bisschen vorankomme, nachdem wir uns an dieser... Nachdem ich mich doch an dieser einen scheibenkleisterigen Mission... so verbissen habe und hier noch, ich muss das echt mal nachsehen, wie viele Folgen ich dafür jetzt gebraucht habe für diese eine Mission. Ups, Entschuldigung, ja, wenn du nicht aus dem Weg gehst. So Leute, da wären wir auch schon und ich bleibe mal im Auto und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Gebt mir einen Daumen rauf, wir kaufen uns jetzt in der nächsten Folge auch Kaufmann Taxi und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann ihr dieses Video gucken mögt, das ist ja ganz euch überlassen.
Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Bugs. Tschüss.